So, damit sind wir jetzt bei der letzten Aufgabe. Eliminiere Gegner bei Paradise Palms oder Fatal Fields. Dafür gehe ich aber in Solo Arena. Und zeige euch gerade die Orte. Schätze mal, bei Paradise werdet ihr wahrscheinlich am meisten die Kills machen, denke ich mal. Obwohl Fatal. Ah, warum sollten die Leute noch zu Fatal Fields gehen? So, wie gesagt, wenn ich euch weiterhelfen konnte, lasst euch mir gerne ein Abo da, Like, gerne auch noch einen Kommentar. Wie ihr seht, einer hat deabonniert. Mist. So, komm, gib mir die Map, Ladebildschirm, ist Abo-Zeit. Das habe ich mir inzwischen so angewöhnt, immer wenn Ladebildschirm ist, jetzt habt ihr die Zeit zum Abonnieren. Bam, bam, bam. Mal gucken, ob ich so diesmal eine Runde hinkriege. Kappa. Dun, dun, dun. Gucken, was besser auf der Route liegt. Also, Fatal Fields da. Paradise Palms da. Also, diesmal, weil die Route von so kommt, gehen wir zu Fatal. Paradise, obwohl es könnten auch einige zu Paradise rübergehen, weil Fatal viel zu nah an der Route ist, weil keiner will ja direkt sterben. Ich glaube, in meiner Level-Region jetzt fangen die Leute nämlich auch an zu campen ohne Ende. Das habe ich schon gemerkt, bei den paar Runden, die ich gespielt habe, immer mehr turteln sich ein und warten einfach nur darauf, dass sie in die Top 25 kommen, Top 15 und dann fangen sie mal an, sich zu bewegen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich spiele ja genauso. Warum soll man sich hier großartig in Kämpfe einlassen? So, guck mal, ob einer mitkommt. Er geht oben ins Haus. Ich glaube, hier kommt nicht ein einziger mit. Darin seht ihr schon eine Arena. Alles verteilt auf der ganzen Map. Ich meine, dass hier eine 10 Leute runterkommen, war mir klar, aber dass hier gar keiner runterkommt. Das wundert mich jetzt doch ein bisschen. Mit der Waffe, ey. Zack, das erste Kill. Einer hat sich schon doch gedroht, aber er hat auch nur einen Revolver gehabt. So. Wie gesehen habe, irgendeiner kommt doch immer hier hin. Die Zone macht nicht gerade mit. Aber da können wir, glaube ich, von Glück sagen, dass er kein Blue Life hatte. Erstmal so, gucken, ob wir noch eine Pump finden. Ah, die Zone ist ja nicht so weit weg, also zum Looten haben wir eigentlich genug Zeit. Vor allem, ich frage mich immer, warum das so leicht leckt, ey. So, schon wir doch mal Verbände mit.
ich mal Blue Light finden will. Aha, man muss nur ein bisschen meckern. Jetzt hätte ich gerne noch eine Papp. Auf dem PC ist das Laufen, das ist das Einzige, was mich wirklich stört. Mal drücken gehen. Nee. So. Haben wir noch einen Automat? Mann, ach, da hängt das endlich eine Pumpe, ey. Schon. Hier ist nichts. Da ist doch meine Pump, die ich will. Ich bin langsam echt wieder überlegen, ob ich doch wieder die normale AR nehmen soll. Kann mal gucken, was im Automat ist. Wundert mich auch, dass sie die Automaten so lange im Spiel lassen. Ich habe eigentlich gedacht, die wären nicht lang drin. Minis muss ich mitnehmen. Ja, wir haben Zeit, weil die Zone ist eh ziemlich nah. Was habe ich denn so einen Frosch im Hals, ey? Autismus. Ich hoffe immer noch, dass hier irgendein Gegner herstolpert. So von Lucky oder so. Oh, oh. Gesehen. Jetzt weiß man, ich gehe jetzt zum Baum oder ja, da vorne ist er. Meine Hoffnung ist immer, dass so Leute nicht bauen können. Aber ganz ehrlich, ich gehe lieber auf den Berg. Er ist da unten. Jetzt hat die Zone aber nochmal Gas gegeben, ey. Ist das der oder ein anderer? Ja, das war's ja mal komplett. Ja, was habe ich denn jetzt damit zu tun? Scheiße.
total verkackt. Total verkackt. Warum mische ich mich auch ein bei den beiden? Ach, nee, nee. Aber wie gesagt, ihr müsst halt hier Kills machen. Fatal Fields oder Paradise Palms. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen. In dem Sinne, haut jetzt mal rein.